Haben wir schon eine halbe Stunde. Haben wir schon eine halbe Stunde? Ja. Müssen wir das G ausschneiden? Müssen wir das G? Das G? Laufen ist ein bisschen G. Ist das blöd? Wie gesagt. Nö, das verstehe ich keiner. Okay. Willkommen beim Vitamin Berge Podcast Episode 15. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es das erste Interview zu dritt mit Liebe zu und vor allen Dingen in den Bergen. Und das nicht ganz ohne Hindernisse. Die Wusas, das sind Sabrina und Christian aus der Nähe von Salzburg. Und sie wurden schon sehr oft erwähnt und vor allen Dingen vorgeschlagen. Und endlich hatte ich die Ehre, sie wiederzutreffen und eine Episode mit ihnen aufzunehmen. Viele Themen, einige Anekdoten, Pöbeleien und ganz viel Berge. Die Shownotes findest du unter vitaminberge.de/015 und gerne hinterlass mir Herzchen, Likes, Kommentare, überall wo du Vitamin Berge findest. Bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und iTunes. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Ciao, ciao! Herzlich willkommen heute aus Werfen. Ich bin heute bei quasi vier Buchstaben, nämlich WUSA. Das hat aber nichts mit Wurstsalat zu tun, sondern setzt sich zusammen aus Christian Wurzer und Sabrina Schulze, besser bekannt als die WUSA und the Mountains. Hallo ihr beiden. Hi Robert, schön, dass du da bist. Hallihallo. Ich freue mich auch, dass ich es hierher geschafft habe und dass ihr auch Zeit hatte, so naja, fast schon spontan, dass wir endlich mal zusammen reden können. Denn ihr seid sowohl eine Empfehlung vom Steve als auch von der Erika. Das mit dem Wurstsalat, das hat mir der Carsten Joos irgendwie in den Kopf reingesetzt. Weil das war so sein erster Gedanke, so Wurstsalat und so Mountain, das ist aber lecker. Und genau, erzähl doch mal kurz, wer seid ihr und was macht ihr? Ja, fangen wir mit dem weiblichen Teil an. Bin, wie gesagt, die Sabrina Schulze und bin 30 Jahre jung, bin gebürtig aus Deutschland, aus Düsseldorf und lebe jetzt in Österreich insgesamt schon seit 6 Jahren, wovon jetzt auch fast 6 Jahre mit dem Christian zusammen und eigentlich auch die ganzen 6 Jahre schon hier im kleinen, beschaulichen Werfen. Und ja, hauptberuflich bin ich PR-Beraterin und nebenberuflich tatsächlich der eine Teil unseres Blogs und genau, der andere Teil ist quasi mein Lebensgefährte, Bergpartner, wie auch immer man das gerne nennen möchte. Ja, Christian Wurzer. 38 Jahre alt. Da bin ich ja quasi die goldene Mitte hier. Eben, also schon kurz vor der Midlife-Crisis. Bin total spektakulärer Sachbearbeiter beim Daimler. Wohne und lebe, geboren und nie weiter weggekommen als wir Werfen. Werfen City, das Epizentrum des Bergsteigertums. ja. Hab mein Leben lang nichts anderes gemacht, außer kurz zwischendrin, zwischen 16 und 25, glaube ich, da habe ich kurz einmal Weib und Zigaretten gefreut, aber davor war ich sehr viel in die Bergen unterwegs und jetzt auch, ja, und seit 6 Jahren mit einer exotischen Frau, nämlich mit Sabrina zusammen. Ja, ja. Exotisch. Aus Düsseldorf, du aus den beschaulichen Werfen, was ja doch schon zwei Welten sind, sag ich mal. Wie ist denn das gekommen oder wie hat das zusammengepasst? Also, oder hat sich zusammengefügt? Das ist eine berechtigte Frage, die wir tatsächlich immer wieder gestellt bekommen. Und die liebe Erika, ich möchte hier nochmal ausdrücklich erwähnen, hat gesagt, ich soll mir diese Geschichte erzählen lassen. Ja, also sie ist wahrscheinlich weniger spektakulär, als viele immer denken, aber scheinbar doch so spektakulär, dass sie sogar empfehlenswert ist. Also ich bin tatsächlich nach Österreich gekommen, weil ich gerne bergsteigen wollte. Man muss aber dazu sagen, dass ich bis dato, bis vor jetzt 6 Jahren, gar nichts mit dem Bergsport zu tun hatte. Man muss so sagen, sie hat geglaubt, oh, den Wolken regnet es nicht mehr.
Also ja, ein totaler Nerd. Ich hatte eigentlich mehr Shoppen und Party im Kopf und ich weiß gar nicht, was mich geritten hat bei dem Entschluss nach Österreich zu ziehen, aber ich wollte bergsteigen. Ich habe in Düsseldorf so ein bisschen geklettert, im Sportklettern in der Halle, aber keine Ahnung von Bergen, nichts. Konnte nicht Skifahren. Ja, Österreich, wo ist überhaupt Österreich? Eigentlich war das so. Und dann bin ich eben in Salzburg gelandet und war wieder mal auf einer Party und habe mir gedacht, okay, du musst jetzt hier irgendwie Leute kennenlernen, Bergsteiger, du willst ja bergsteigen und brauchst da irgendwen, der dich mal mitnimmt. Und war dann auf Facebook nach einer etwas durchzechten Nacht und habe da so rumgeschaut, was, und da gab es die Gruppe Klettern in Salzburg. Und da habe ich dann einfach mal reingeschrieben, völlig naiv, und habe in die Runde gefragt, wer geht mit mir auf den Großglockner. Großglockner ist der höchste Berg Österreichs, knapp 3800 Meter hoch. Genau, und habe das einfach mal so gefragt. Ich glaube, ich habe es in dem Moment ernst gemeint. Am nächsten Morgen, wie gesagt, habe ich es eigentlich nicht mal mehr richtig registriert, dass ich das da reingeschrieben habe. Es hat sich wer gemeldet auf die Frage, und das war der Christian, der mir doch ernsthaft gesagt hat, er geht mit mir, wenn das Wetter passt und eben wenn die Konditionen stimmen, dann würde er das schon tun. Und da wusste er noch nicht, wo sie mehr los? dass ich halt wirklich überhaupt keine Ahnung vom Bergsteigen hatte. Und ja, es ist dann wieder so ein bisschen versandet, vom Thema durch. Ich bin ein bisschen klettern gegangen und irgendwann hat er mir dann netterweise reingeschrieben, jetzt ist der Sommer rum, es tut ihm total leid, aber irgendwie hat es nie so gepasst mit dem Großglockner. Und ich habe ihn dann doch allen Ernstes gefragt, in dem Moment, wer ist er überhaupt? Also ich hatte diese Verbindung schon gar nicht mehr, dass ich irgendwann mal vor Monaten was reingeschrieben habe in diese Gruppe und er aber es auch wirklich damals ernst gemeint hatte und so nett war und sich bei mir gemeldet hat. Sagen wir so, ich war einen richtigen Einlauf gekriegt. Ja. Ja, ich habe die Frechheit gehabt und habe es halt einfach angeschrieben und ich habe einen Einlauf gekriegt, so quasi, ja, was ich mir überhaupt einbilde. Stalker. Ja, genau. Ja, tatsächlich. So hat, ich würde doch niemals. Was man halt so in Düsseldorf gewohnt ist. Ja. Vermutlich. Ich kenne ja die große Stadt, ich kenne schon die City Werfen, aber ich kenne natürlich halt Düsseldorf nicht kennen. Und ja, ich habe ihr nachher nett geantwortet, dass der Winter kommt. Und dass es tut mir leid, dass ich nicht mit ihr im Sommer aufgegangen, aber wenn wir können auch im Winter mit Ski aufgehen. Und hab da auf einen richtigen Einlauf gekriegt und haben eigentlich gedacht, was ist das für blöde Kur? Da kann man doch im Bugel rutschen. Da will man nett sein. Und dann werden wir als Stalker hingestellt. Und hab noch einen. Mehr nichts mehr gehört. Nichts mehr, haben wir noch, sie kommen im Bugel rutschen. Mhm. Ja. Und dann, es war wieder ein wenig später, bin ich durch Facebook durch die Freundesliste durchgegangen und habe eben aussortiert, ganz klassisch, und habe mir bei seinem Profil gedacht, wer ist er eigentlich? Und habe mich dann tatsächlich mit dem Profil mal auseinandergesetzt und habe mir dann gedacht, oh, der ist eigentlich gar nicht schlecht. Der schaut irgendwie, klingt alles interessant, und habe ihn halt dann wieder angeschrieben. Recht lang und ob wir uns nicht mal irgendwie telefonieren oder treffen wollen und keine Ahnung, ganz klassisch eben. Und er hat dann sofort geantwortet wieder, glücklicherweise. Ja, und dann fing es halt an, dann Telefonate recht viele, irgendwann dann das erste Date und... Bei dem, was du betrunken warst? Ja, weil ich so aufgeregt war. Ja, und dann hat es irgendwie seinen Lauf genommen. Ja. Und dann habe ich erst mitbekommen, welche Theater da sie... da vor mir habe, bis dass wir auf den Großglockner gekommen sind. Ja, es hat in der Tat zweieinhalb Jahre gedauert. Ganz viel Training, ganz viel Schweiß, ganz viel Tränen, ganz viel Streit, ganz viel Nerven. Weil ich habe natürlich immer gesagt, wann gehen wir denn jetzt? Und er war immer so lieb und hat sich nie sagen getraut, mir einfach mal zu sagen, Sabrina, du bist gar nicht fähig, auf diesen Berg zu gehen. Jetzt hat er immer irgendwelche Ausreden gesucht und gefunden. Ich habe ihm das auch immer geglaubt. Und ja, Gott sei Dank, ich habe mir jetzt mal was Neues verlassen. Im ersten halben Jahr ist das noch ganz gut gegangen, mit den Bedingungen passen nicht. Ja. Aber irgendwann geht das mit den Bedingungen auch nicht mehr, weil natürlich... Irgendwann muss auch mal ein gutes Land sein. Irgendwann muss er mal passen. Und ja, aber wir haben nachher tatsächlich... Im Winter sogar? Im Winter. Mit Ski? Mit Ski von... sind wir von unten aufgegangen, haben eine super schöne Skitour gemacht.
Und das, glaube ich, war am 23. Nein, am 4. März. Am 4. März, genau, 4. März 2013. Mhm. Und jetzt feiert ihr jedes Jahr einen Jahrestag da oben, oder? Schön wär's. Nein, wir waren inzwischen schon ein paar Mal oben am Glockner, ja. Aber nur im Winter. Ich gehe ja prinzipiell, also ich habe meine ganzen 3000 in Österreich, glaube ich, zu 99% nur im Winter mit Ski bestiegen. Warum? Weil man nicht runtergehen muss. Und weil man nicht hinuntergehen muss. Ach so, okay. Und es ist sehr praktisch, mit Ski geht das super schön und ich gehe gern Skitouren. Und im Winter sind die Berge sehr ruhig. Eine ruhige Zeit. Eine schöne Zeit. Und, ja. Aber sie hat sie gemacht in diesen Jahren. Aber es war wirklich hart. Und ich habe sie bewundert, wie ich ihr Durchhaltevermögen das hat. Weil ich hätte schon lange gesagt, danke, das war's, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Ich habe bei null angefangen, muss man ganz ehrlich sagen. Sie hat nicht Skifahren können. Sie hat so typische Sportklettern können. Ich kann mich noch erinnern, wir haben da unsere erste alpine Klettertour bei uns. So, die Fahne in den Sand ist nicht schwierig. Also ich bin auch kein guter Kletterer. Ich bin zwar bei der Bergrettung und ich kann klettern, aber es war jetzt immer eher so der Hobby. Kletterer. Und dann sind wir diese Klettertour gegangen. Das ist alpin mit 6 Seillängen, glaube ich, oder 5 Seillängen, 6 Seillängen. Und die größte Herausforderung war noch eine 2 Meter breite Schneefeld. Mhm. Sie ist mir nicht über den Schnee gegangen. Ich habe mich vor Schnee gefürchtet. Sie hat sich vor Schnee gefürchtet. Also ich habe sie ja schon nach 2 Stunden schon angeschrien. Wenn sie jetzt nicht gleich... Du kennst du die Piefke-Saga, den Film? Ja. Ich schmeiß dich aus der Wand. Also ich habe jetzt gesagt, ich schmeiß dich aus der Wand, wenn du jetzt nicht gleich über die Schneefeld rumkommst. Und sie hat schon gerät und war fertig und sie konnte nicht auf den Schneefeld. Und dann... Irgendwann nach 2 Stunden ist eingesprungen in dieses Schneefeld und ist ganz unerwartet stehen geblieben und es ist nichts passiert. Ja, das war für mich auch überraschend. Seither, es war schon, also man muss sagen, es war, die ersten 2 Jahre waren hart für die Sabrina, auch für mich. Ja. Naja, und der Glockner selber war dann aber, also perfekter kann man es, also wir waren nahezu alleine, weil die Hütten noch nicht offen hatten. Jetzt hat man quasi schon selektiert von unten, das sind dann doch 1900 Höhenmeter mit Ski. Das machen dann schon nicht mehr so viele und wir hatten überhaupt nur einen Bergführer und, also wie ich glaube, ja, ein Bergführer mit zu 6 waren wir auch. Genau, und es war windstill, die Sonne hat geschienen, es war, also perfekt. Es war cool. Perfekt, die Tränen sind eh geflossen. Das war dann tatsächlich so ein bisschen, na, jetzt stehe ich endlich oben. Also es war ziemlich genial. Wir sind dann aber im gleichen Jahr tatsächlich zu Silvester wieder oben gewesen. Auch wieder mit Ski und eigentlich auch fast wieder allein und fast ähnlich perfekt. Ja. Also da habe ich dann gleich, nachdem ich so lange den Glockner und Glockner, war ich dann in einem Jahr gleich 2-mal oben. Und ja, das ist die Geschichte, wie wir zusammengekommen sind. Also von Facebook, ein Hoch auf zum Gruß Glockner. Facebook. Wobei ich ja lange geglaubt habe, dass wenn sie mit mir am Glockner ist, dann macht es wieder Schluss. Ich habe mal meine Freunde immer gesagt, Bergführer gespart. Genau, der so quasi typisch deutsch knausert herum beim Bergführer, geht noch mit mir auf und nachher gibt es mal Laufpass und schießt mir ab und geht wieder zurück nach Düsseldorf. Nein, war noch nicht so, weil noch nicht einmal ein Block haben. Also Gott sei Dank gibt es ja nicht. Dann kann da noch ein paar Berge. Wir haben ja noch ein paar Berge und sie hat noch ein paar Ziele. Ich denke... Ich habe nur ein bisschen Gnadenfrist bekommen. Ne? Ja. Cool, sehr, sehr schön. Jetzt wissen wir, dass du quasi nichts gemacht hast. Du bist hier aufgewachsen, Christian. Und also ich wohne ja jetzt auch gerade auf dem Dorf. Und ne, also entweder du bist im Schützenverein, du bist in der Feuerwehr. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist in der Bergwacht. Gut, im Zweifelsfall in so einem Dorf bist du wahrscheinlich in allem drin, ne? Wo hast du denn dann, also gut, Skifahren, du bist Österreicher, das kriegt man quasi im Blut mitgeliefert wahrscheinlich, oder? Skifahren. Aber wie ist es mit Klettern? Generell, Skifahren ist in Österreich... Mit der Muttermilch. Genau, also ich glaube mit 3 Jahren fahren bei uns die Kinder schon Ski. Ich selber, von früher her, ich bin inzwischen doch etwas älter. Also wir haben in Werfen dann einen Lift gehabt. Also das war ganz normal, nach der Schule geht Skifahren ohne Eltern. Es gab auch noch Zeiten, wo nur eine Haube reichte und man musste keinen Helm auf... War eine schöne Zeit, ja, Skifahren ist kein Problem gewesen. Bergsteigen klassisch oder die Liebe zum Berg, glaube ich, habe ich gehabt, durch das, dass meine Eltern ja eine Schutzhütte gehabt haben. Also meine Mutter speziell und mein Vater haben Schutzhütten gehabt, zuerst Werfnerhütten. Da sind meine Geschwister aufgewachsen, wie nachher ich gekommen bin, sind wir mal Deckalm
ist auf 1200 Meter runtergezogen. Ich habe die ersten 7 Jahre meines Lebens auf dieser oder bei der Hütte verbracht. Ja, mit Hund. wie soll ich daran sagen, war sicher eine im Nachhinein betrachtet eine wunderschöne Kindheit. Cool. Nicht jetzt, wir haben nicht viel gehabt. Ich war der Jüngste, also ich war der Nachzügler. Habe meinen Hund gehabt und sehr viel Wald. Und war echt schön. Erinnerte mich gern zurück. Ich glaube, da ist was mit hängen geblieben an denen. Und mein Vater ist gelernter Chemielaborant und hat sein Leben damit verbracht, alte Bergwerke zu suchen. Eingestürzte und Minerale. Und ich kann mich zurückerinnern, ich glaube, es gibt kein Wochenende, wo ich nicht mit ihm irgendwo herumgereiht bin, um irgendwelche Stolleneingänge zu finden. Nach alten Landkarten aus dem 18. Jahrhundert irgendwo Steine zu klopfen oder was weiß ich, was weiß da und irgendwelche Steine übertragen vom Berg. Ich denke, das hat mich sehr geprägt. Ich habe noch mit 15, wie gesagt, die Frauen entdeckt, den Alkohol und habe mich nachher da in das wilde Nachtleben von Werfer und Bonga gestürzt. Das hat angehalten bis 25 und mit 25 bin ich durch einen Freund, der was mehr oder weniger bei der Bundeswehr heißt, bei uns Bundesheer, den Bergführeranwärter gemacht hat. Und der hat immer gesagt, wenn ich mit ihm wieder ein bisschen Berge und habe mit Klettersteig wieder zurück angefangen. Der Klettersteig war damals oder war ja relativ neu, das habe ich nicht viel gemacht gehabt. Hat mir aber sehr gut gefallen. Ja, und durch das bin ich eigentlich wieder zurückgekommen. Es ist dann relativ schnell gegangen mit Bergsteigen wieder. Es ist noch ein. Der Anspruch steigt natürlich wieder. Zum Glück sind wir, glaube ich, die Sabrina sagt immer, wir sind genetisch anders als wir die anderen. Definitiv, die haben schon die Oberschenkel zum Bergaufgehen. Alle, weil die müssen schon als Kinder die ganzen steilen Straßen hoch. Die Sabrina sagt immer, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber es ist, man kommt halt noch relativ schnell wieder hinein. Ich bin noch mit einem sehr guten Freund, oder meine besten Freunde sind vom Niveau her gleich gewesen wie ich vor. Wir sind dann zusammen zur Bergrettung gegangen. Ich habe die Bergrettungsausbildung gemacht zum österreichischen Bergretter. Ja, der Freundeskreis erweitert sich, wir haben da wirklich einen sehr guten Freundeskreis, wir haben super Truppen gehabt, das war so ein Verein, 15 plus hat der geheißen, wir haben so Boulder- und Kletterfestivals gemacht, wir haben sehr gute Kletterer gehabt und Boulderer, ja, auch die, was jetzt noch auch sehr viel klettern, durch das ist das mit Klettern gekommen. Ja, und so mit der Zeit, wie die Sabrina gekommen ist, hat das Klettern eigentlich wieder aufgehört, jetzt aber nicht wegen der Sabrina, sondern weil generell damals noch meine Liebe zu den Ausdauer gekommen ist. Ich war schon immer mehr der Bergsteiger als der Kletterer. Ja, und somit ist irgendwann, eigentlich habe ich zum Laufen mehr die Sabrina gebracht. Wobei, ich darf das jetzt ja nicht sagen, was ich damals zu ihr gesagt habe, weil ich gesagt habe, darf man das sagen? Ich glaube schon, oder? Ist das also eigentlich ist es nicht korrekt. Politisch ist es nicht korrekt. Ich aber gesagt, wir meinen es ja auch nicht so. Wir meinen es nicht so. Ich habe gesagt, laufen ist ein bisschen gay. Ja. Und bin nachher trotzdem mit ihr laufen gegangen. Und ich muss mich korrigieren. Ich finde Laufen super. Und wenn... Sagen wir es jetzt so, wenn Laufen ein bisschen gay ist, dann bin ich gerne ein bisschen gay, weil ich das richtig gern. Also und nein, er ist nur bei der Bergrettung. Und ich bin Gott sei Dank, zu meiner großen Freude. Und ich bin nur bei der Bergrettung, Entschuldigung, genau. Ich verlaufe weil, nicht wieder. Weil sie sind hier wirklich alle in allen Vereinen. Ja, ich bin nicht nur bei der Bergrettung, ich bin bei dem Kameradschaftsbund. Ja, Kameradschaftsbund. Also in Österreich läuft es so, wenn man beim Bundesheer war, so wie ich, und abgedient hat, ich bin ein Soldat, ich war Grenzschutz, damals war auch die Richtung Ungarn noch. Mhm. Und nachher bin ich so Art auch Kriegsheimkehrer und dann geht man zu den Kameraden in. Und darum bin ich bei den Kriegsheimkehrern. Klingt jetzt ein bisschen skurril. Ich habe das auch noch nie so richtig verstanden. Genau, ich finde es auch, wenn ich es so verzögere, ziemlich skurril. Ich bin gerade drauf, aber ja, es ist so. Ja. Aber sonst bin ich nirgends dabei. Nein, Alpenverein. Und Alpenverein, ja, da war ich auch Touren für. Also ist die Hochzeit dann irgendwann später mal bezahlbar? Ja. Es werden definitiv nicht 400 Leute kommen. Wenn es nur die Bergwacht ist und Kriegsheimkehrer vorbei, ja. Dann ist es mal überschaubar. Die werden ja auch wenig gelapscht. Nein, ja.
Jetzt hat es schon an. Ihr macht ja nicht nur halt das in den Bergen wandern oder diese Hochtouren oder Ski-Mountaineering, also Skibergsteigen, sondern ihr lauft ja auch Trail. Ist das jetzt quasi jahreszeitabhängig oder sagt er, nee, wir haben eine ganz klare Liebe oder wir geben den Vortritt zum Laufen, den Vortritt zum Skibergsteigen? Oder ist es wirklich so, dass er sagt, im Winter gehen wir lieber mit den Skiern los und im Sommer dann zu Fuß? Du oder ich? Ich, okay. Nee, man muss sagen, wir sind laufende oder trailrunnende Bergsteiger. Also ich für mich definitiv, und ich glaube, das trifft auch auf den Christian zu, wir sind und bleiben und kommen vom Bergsteigen. Und das Trailrunnen oder einfach das Laufen haben wir irgendwann einfach nur als sehr, sehr gutes Training entdeckt, weil natürlich ist das Ausdauersport, der auch beim Bergsteigen was bringt. Ich meine, ich trainiere einfach im Endeffekt beim Trailrun unter anderem schneller auf die Berge zu kommen. Also ist der Bezug natürlich da. Was aber schon ist, wir laufen das, was uns Spaß macht, auch die Rennen und sowas, aber wenn man uns jetzt vor die Wahl stellt, ob wir jetzt auf eine längere Bergreise oder Expedition fahren oder ein ganz tolles Trailrunning-Event in Amerika oder sonst wo haben, würden wir uns immer, das kann ich glaube ich ziemlich sicher sagen, fürs Bergsteigen entscheiden. Da ist schon so diese wahre Leidenschaft. Das Laufen ist super und wir haben schon ganz tolle Reisen gemacht und das hat uns auch schon viele schöne Fleckchen Erde gezeigt. Und das werden wir auch immer beibehalten. Aber eben die Entscheidung, und gerade im Winter, wenn jetzt dann der Schnee kommt, da rutscht das Laufen und dann ist es tatsächlich eigentlich nicht mehr Trailrun, sondern ist es wirklich klassisches Laufen, Joggen an der Salzach unten flach, einfach nur noch, um unter der Woche am Abend noch schnell etwas zu tun. Aber ansonsten in jeder freien Minute sind wir mit den Ski unterwegs. Also Skibergsteigen. Also im Prinzip wirklich dieses Hauptsache Berge. Ja. Wie man sich dann fortbewegt, genau. Ob langsam oder schneller, genau. Ist dann eigentlich wurscht, ja. Hauptsache. Ja, genau, absolut. Und da sind wir, und das kann ich schon sagen, inzwischen ist es wiederum so, dass ich zu dem Punkt zurückgekommen bin, ich genieße das schon beim Bergsteigen, dass alles ein Stück weit langsamer ist, ein bisschen mehr, ja, ich bin freier von der Uhr. Also ich bin schon ziemlich fixiert auf die Uhr gewesen und man hat immer das Gefühl, na schnell, und man hat eigentlich gar nichts mehr wahrgenommen. Also bei mir war das schon so und ich genieße das beim Bergsteigen einfach zu gehen. Es ist auch anstrengend, aber es ist einfach anders. Und dann ist es auch egal, wenn wir morgens um 7 Uhr losgehen und abends um 7 erst wieder ins Auto kommen. Also wenn man so diesen ganzen Tag unterwegs ist, das ist schon sehr, also es gibt mir persönlich sehr, sehr viel und das habe ich beim Laufen, mache ich auch gerne, aber das ist anders. Also da saugt man die Natur oder das Drumherum irgendwie nicht so auf, wie jetzt beim Bergsteigen, kommt mir vor. Aber du sagst es eigentlich auch immer, das. Ja, ich denke, es kommt nur ein bisschen dazu, dass wir beide Zwillinge sind. Und bin ich auch. Ja. Und da wir ja immer zu viert unterwegs sind, also ist halt auch so, für meinen Teil, die Liebe zum Trailrunning oder Laufen, wie gesagt, hat mir die Sabrina gebracht in einen Flochenlauf. Ich denke, man entwickelt sich ein bisschen in eine Richtung. Ich denke, dass das Trailrunning an sich ja nur eine schnelle Form des Bergsteigens ist. Der Reiz für mich persönlich ist dahingehend, dass ich halt vielleicht Sachen machen konnte, was so beim Bergsteigen heißt, Arrangements, Zusammenhängen von mehreren Bergen hintereinander. Ja. Zum Beispiel? Gipfel sammeln. Das machen ja Bergsteiger schon immer. Früher hat es halt schneller Bergsteigen geheißen. Jetzt gibt es ja schon 27 Marketingbegriffe dafür. das Trailrunning an sich macht mir schon Riesenspaß, aber ja, wir sind, glaube ich, oder auch für mich, meine ganz große Liebe ist halt im Winter, das Skibergsteigen. Also Skitouren gehen ist das, wo ich sage, und da geht es nicht darum, dass ich runterfahren kann oder ich brauche keinen schnellen Schnee, sondern es geht einfach die Form des Sich-Bewegens auf Ski bergauf. Im Winter ist in die Bergen
Ja, ja, und da dann technisch anspruchsvollere Aufstiegsrouten. Ist halt einfach ein bisschen sehr schön. Klettern dann mit Ski am Rücken. Also ist halt, wenn man mich jetzt so fragen würde, ich kriege größere glänzende Augen, wenn ich in Kilian schon sehe, Bergsteigen im Winter, als wie im Sommer beim Trailrun. So kann man es am besten begreifen. Also ich finde es in die Richtung spannend. Aber hat natürlich alles seinen Platz bei uns. Und wir wechseln sehr schnell. Also es kann sein, dass ich am Samstag in der Früh, wo wir eigentlich Berg gehen wollten, sagen, jetzt gehen wir da laufen. Ja. Okay, und das mag ich halt irgendwie. Und das ist vollendet das Ganze ganz gut. Weil vorher habe ich halt, wenn es schlecht war, nichts da. Und jetzt gehen wir halt Trailrunnen oder laufen oder joggen oder ist egal, wie man es nennt. Finde ich cool. Dann aber hier eher lokal oder auch weiter weg? Also weiter weg Österreich oder sowas. Also ja, also wir fahren viel rum. Wir fahren, ich glaube, wir sind sehr beweglich. Weil tatsächlich irgendwann, es klingt immer so schön, man wohnt in den Bergen, aber sind wir mal ehrlich, wenn man das 50. Mal auf seinen Hausberg rennt, ist auch schön, dann ist es immer noch schön, aber man muss auch ehrlich zugeben, irgendwann kennt man halt doch jedes Blatt. Und drum, wir fahren schon auch gerne rum in der näheren Umgebung oder probieren eben mal was aus. Oder eben auch zum Steve raus, laufen wieder bei ihm was oder er kommt zu uns, dann laufen wir hier eine neue Strecke. Also wir haben da schon 2-3 Mal ein paar Episoden gehabt, dass wir selbst die Strecke noch gar nicht kannten. Aber dann ist der Steve eben gekommen und wir sind einfach was ganz Neues mal abgelaufen. Also wir versuchen schon ein bisschen was kennenzulernen, weil sonst wird es doch ein bisschen ja, fad. Und generell, es ist halt einfach neues Gebiet, neue Berge. Es sind zwar nur Berge, aber sie ähneln sie trotzdem nicht. Und, ja, ich weiß nicht, also ich habe das schon ganz gern, aber das ist eben auch vielleicht etwas, das, was ich durch die Sabrina gelernt habe. Der beschränkte Radius, den was ich mich vorher bewegt habe. Ich habe auch immer viel gemacht, aber es war halt eher lokal. Und die Sabrina hat mir dazu gebracht, dass man mal ein bisschen weiter wegfahren. Inzwischen kenne ich sehr viel von Österreich, sehr viele Ecken, auch über Österreich hinaus. Es ist schön zu Hause, aber es ist auch schön woanders. Also. Wenn du noch nicht quasi vor Sabrina weg warst, sondern immer bloß hier, was ist denn irgendwie das Schöne hier an deiner Heimat? Also an Werfen, an Umgebung. Ich weiß, dass es hier diese Eisriesenwelt gibt. Keine Ahnung, was das ist. Erzähl mal, warum bist du nie weg? Ich meine, ich war vor der Sabrina schon auch unterwegs. Wollte ich gerade sagen, ich war zweimal auf Expeditionen in Peru. In Südamerika, habe da wunderschöne 6000er gemacht. Und warum, dass ich da nie rausgekommen bin, ist ganz einfach zu sagen, ich denke, aus Österreich ist man mehr Heimat verbunden, als wie in anderen Nationen, Ländern. Ich glaube, die Mentalität ist andere. Abgesehen davon sind da die Berge direkt von der Haustür. Wo kann man mit den Ski von der Haustür weggehen und auf dem Hochkönig von da weg 2500 Höhenmeter nur Aufstieg? Ist natürlich wunderschön. Oder auf der anderen Seite, aufs Ständengebirge. Eisriesenwelt hast du angesprochen. Ja, die größte Eishöhle der Welt. Ist auf alle Fälle sehenswert. Ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Basluik, bist du reingekommen auf der A10, ist Napoleon geschlagen worden. Vom Josef Schruer, glaube ich, oder Carsten. Und Peter Süber. Ich habe keine Vignette, ich bin Landstraße gefahren. Ach, okay. Da bist du direkt vorbeigefahren an Basluik. Das mögen die Österreicher. Ja, das mögen wir. Das mögen wir. Die Preisen gehen wir noch. 7,50 € für 10 Kilometer Autobahn verlangt. Sorry, aber ist nicht. Da zahle ich lieber 40 Franken und fahre das ganze Jahr durch die Schweiz, über alle Pässe, durch alle Tunnel. Können wir das Mikrofon jetzt abschalten? Ich muss kurz. Wo ist mein Baseballschläger? Ich habe doch irgendwo meinen Baseballschläger hingelegt. Spaß beiseite. Sehr geschichtsträchtiger Ort da in Werfen. Wunderschön, ja, was soll ich sagen? Es ist, glaube ich, die Verbundenheit daher. Ich habe nie den Anspruch gehabt, dass ich weit weg gehe für die Arbeit. Ich habe nie den Anspruch gehabt, dass ich habe schon den Anspruch gehabt, dass ich die Welt sehe. Also so ist es nicht. Man sagt immer, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich, also ich bin schon sehr weltoffen, glaube ich, für einen Österreicher. Sagt die Sabrina, ja, immer. Definitiv. Das sehen wir dann Anfang Dezember. Ja. Wie weltoffen Österreich ist. Zum Beispiel, ja, genau. Ja, das wird dann ein ernsthaftes Problem. Zum zweiten Mal. Ja, vielleicht schaffen wir es diesmal. Ja, ich habe die Wahlkarte, wir konnten jetzt eine Live-Podcast-Wahlkartenausfüllung machen. Nein, da haben wir nicht, das ist ja geheim. Ja, der Christian hat eh nicht die Chancen bei der Wahl, weil
Das, wenn der eine wäre ziemlich blöd für mich, weil der macht ja leider keinen Unterschied. Da gibt es ja einen Exit, also Brexit, Exit, ja, keine Ahnung. Vielleicht spielt sich Salzburg nur mehr ab und kehrt wieder zu Bayern und Preußen wird wieder. Ich bin mir nicht sicher, was passieren wird. Jedenfalls ist ja weltpolitisch, das jetzt auf Österreich spielt ja ungefähr keine Rolle. Neues und Thema. Neues Thema, ja, anderes Thema. Ja, aber es ist halt einfach schön bei uns. Ich arbeite selber in Salzburg beim deutschen Konzern und lebe trotzdem bei uns jetzt in die Berg. Also bei uns heißt es ja Innerberg, heißt es ja. Österreich, also für die oder für die. Für alle Deutschen, die was jetzt zuhören, da mal eins klarstellen. Alles, was außer dem Bosluik ist, eigentlich Ostösterreich und ist eigentlich ganz was anderes. wir sind in der Birk und der Schottisch, also ist halt so, gell, da gibt es halt so. Es gibt sicher auch bei euch in Deutschland so die Bayern und. Da weiß was der Äquator. Genau, so auf die Art, so ähnlich ist das da bei uns, denke ich. Und, ja, weiß nicht, ist einfach schön da, gell, da muss man so sagen. Da bist du. Jetzt hat Sabrina schon gesagt, du warst in Peru, aber ihr habt auch zusammen schon einige Reisen gemacht. Und das, was mir jetzt noch so im Hinterkopf geblieben ist, ist eure Expedition zum Piklenen. Das ist, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, 7134 Meter hoher Berg im Pamir-Gebirge in Kirgisistan. Du hast es sogar richtig ausgesprochen. Was? Kirgisistan. Ja, weil die meisten sagen Kirgisistan. Ja. Und das heißt aber wirklich Kirgisistan. Aus irgendeinem Grund kenne ich das, aber ich komme auch aus dem Osten, von daher kommt es vielleicht daher, weil das ist ja schon in Russland so ein bisschen und alles. Wie seid ihr da drauf gekommen? Also so, wir fahren mal auf den Piklenen. Ich meine, alle anderen, Mont Blanc, Everest, ich muss ein 7000er im Himalaya machen, aber jetzt so diesen Piklenen. Also was hat euch dazu gebracht und wie war es dort? Darf ich das mal reden? Weil du verzögerst es immer so, wie es nicht war. Okay, ja, ich muss jetzt den Christian reden lassen. Also ich war in meiner kindlichen Jugend, oder mit meinem kindlichen Leichtsinn, habe ich gesagt, sie darf sich einen Berg aussuchen. Und das war eigentlich die Geschichte. Und irgendwann kommt sie im Decken, sie möchte einen Piklenen. Und ich bin tatsächlich bekannt dafür, dass ich mir sehr gerne sehr hohe Ziele setze, ohne zu wissen, was da eigentlich auf mich zukommt. Sprich, wie wir uns kennengelernt haben. Wohl, also, ja, ich habe dann gesagt, Piklenen, ich war nicht gewusst, wo Kirgisistan ist, keine Ahnung. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Würde auf der anderen Seite nur so weit ist. Oder dass da auch noch so umgeht. Aber das ist klar bei einer Kugel. Ja, und ich habe dann gesagt, ja, dann gehen wir ein Piklenen. Man muss natürlich dazu sagen, der ist nicht unbekannt. Gehört zu den 7 Gipfel der russischen UdSSR, ehemaligen UdSSR, zum Schneeleopard-Orden. Der wird nach wie vor verliehen. Für die Kinder der Simone Moro in 27 Tagen alle 7 bestiegen, gell, und hat vom, wie heißt der Präsident, Putin, ja, aktuell diesen Orden, wird nach wie vor verliehen von hier zu Russland. Und der Piklenen ist halt einer der bekanntesten, ist jetzt ein technisch nicht so schwieriger 7000er, wenn man da vorankommt, natürlich abgesehen das von... Das heißt? Ja, dass halt klettertechnisch sie die Schwierigkeiten in Grenzen halten. Oder bei der extrem langen Gipfel-Etappe von 1200 Höhenmeter insgesamt. Naja, und der ist generell über 7000 Meter hoch, also da bewegt man sich schon. Ja, also wie gesagt, abgesehen von der Höhe, also man differenziert halt da schon nur, es gibt natürlich 7000er, die was klettertechnisch schwieriger sind, aber es ist trotzdem ein sehr schöner Berg, anspruchsvoll genug für uns zwar, weil wir das eigentlich komplett ohne Träger, ohne Führer machen, also so wie es gehört. Im Alpin-Stil, ja. Das heißt, wir tragen alles selber. Wir versorgen uns selber am Berg. Und das zu zweit, also Mann und Frau, nicht jetzt so, dass die, aber ist ganz klar körperlich, die Sabrina hat natürlich trägertechnisch jetzt nicht so gute Karten wie ich zum Glück, aber gut, das haben wir ganz gut kompensiert. Ja, und somit sind wir zum Piklenen gekommen. Und wie seid ihr dorthin gekommen, Flugzeug? Ja, man fliegt. Also wo fliegt man da hin? Also man macht vor allem eigentlich ziemlich einen Zwischenstopp, wo man eigentlich denkt, okay. Wir sind mit Turkish Airlines tatsächlich nach Kirgisistan gekommen. Man fliegt dann über Istanbul, steigt dann aber wieder in eine wirklich große Maschine von Turkish Airlines ein und ist so nochmal 8 Stunden später in Kirgisistan. Also man fliegt 8 Stunden nur mehr Richtung
irgendwo da. Irgendwo. Und so schaut dann auch tatsächlich der Flughafen Bishkek. Bishkek ist die Hauptstadt von Kirgisistan aus. Also das passt zur Turkish Airline, eine Riesenmaschine und Do und Co. Catering. Und man landet wirklich irgendwo im Nirgendwo. In Bishkek. Und genau. Und da von diesem Flughafen, fernab von jeglichen EU-Standards und was weiß ich, gibt es auch einen Inlandsflug. Kirgisien Airlines. Ja. Kann ich nur empfehlen für jeden, der was Flugangst hat, so wie ich. Kirgisien Airlines ist wirklich so ein gutes Stück. Da ging es 40 Minuten lang noch nach Osh. Osh ist in Kirgisistan die zweitgrößte Stadt und eine der ältesten Städte an der Seidenstraße, die dort eben auch entlang führt. Das war ein Inlandsflug, genau. Und von Osh zum Pamirgebirge oder zum Basecamp des Piklenen ging es dann nochmal per Auto sechs? Keine Ahnung. Wir haben ein paar Stops gemacht. Also ich glaube, 7 Stunden waren wir insgesamt unterwegs. Reine Fahrzeit ist etwas kürzer. Aber das sind halt auch sehr skurrile Straßenverhältnisse. Es ist generell alles dort ziemlich stehen geblieben, kaputt. Es schaut einfach so aus wie in der UdSSR. Also wir wären es vor 30 Jahren Zeit stehen geblieben. Oder so 70er Jahre Blockbauten und in die 70er Jahre ist mit kaputten Fenstern. So stehen geblieben. Irgendwie. Es ist ein Potpourri an Kulturen, also von asiatischen Einfluss, russischen Einfluss. Mhm. Also man weiß jetzt ja nicht, ist das jetzt ein Kirgise oder Russe oder ist das. Also, Usbeke, Tschatscheke, das sind ja, also ist Mongole, wirklich, da ist alles, ja. Also im Nachhinein eigentlich ein wunderschönes Land. Ja. Also, und die Leute auch sehr interessant gewesen. Wir haben nur nichts lesen und verstehen können. Das ist dann tatsächlich das Problem, womit wir uns vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt haben, was uns hätte am Flughafen schon direkt Probleme bereitet, hätten wir da nicht zumindest einen Ansprechpartner von dieser Agentur gehabt. Also ihr habt da tatsächlich auch... Nur für die Logistik hatten wir vor Ort dann eine Agentur. Also man hat die Ausrüstung damit, also pro Person haben wir mitgehabt, wie viel Kilo? 70 Kilo. Und zusammen? 35 Kilo. Ach so, ja. Also 70 Kilo für zwei Personen für 4 Wochen. Und davon sind 2 Unterhosen, 3 Leiberl und ein Pullover und das andere ist nur Equipment. Ja. Und man kommt dann natürlich mit den Hallbags große daher. Und der Sabrina, ihr ganzes Gepäck war ja nicht da in Kirgisistan. Also Turkish Airlines hat das irgendwie für sich mit. Und wenn man da nicht wen gehabt hat, ein Lokal, der was, oder sagen wir so, ich buche immer so, dass die Logistik bis zum Basecamp, dass die ganze Ausrüstung im Basecamp liegt und ab dann mache ich es selber. Ja. Aber dem muss man das zeigen, was hinkommen. Und Gott sei Dank haben wir das so gehabt, weil die haben uns noch um das Sabrina Gepäck besorgt. Auch trotz Turkish Airlines kein Englisch. Gar nichts. Kein einziges Wort. Und ich kenne jetzt Kirgisisch kann ich nicht so gut. Russisch steige ich auch relativ gut aus. Und mit Türkisch. Es war Katastrophe. Aber sie haben es geregelt. Wir haben es bekommen pünktlich zur Abfahrt ins Space Camp. Und. Ja, das war dann in Kurzversion. Das ist so schwierig, das in Kurzversion, was wir da alles erlebt haben. Das war erstmal, wir waren zu zweit. Ja, das war der erste große Reise. Überhaupt so hoher Berg, erste große Reise. In Kurzversion, also wir waren im Basecamp, da war eigentlich noch alles super und alles cool und easy. Und ganz da hinten steht der Berg. War es schon groß. Aber da war eigentlich noch alles gut und dann sind wir immer mal schon zum Akklimatisieren ein bisschen losgezogen, ein bisschen in die Höhe und wieder zurück ins Basecamp und dann sind wir eben ins vorgeschobene Basislager oder Camp 1 dann schlussendlich irgendwann gegangen und da waren wir schon optisch um einiges näher am Berg dran und da habe ich dann schon merken müssen, okay, was mache ich hier eigentlich? Also warum bin ich eigentlich schon wieder auf die bescheuerte Idee gekommen, sowas zu tun, ohne ja wirklich eine Ahnung davon zu haben, was das eigentlich überhaupt heißt. Also die ganzen Größen, die Dimensionen, das ist einfach nicht mit den Bergen hier zu vergleichen. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist alles einfach mal größer. Die Spalten, die Gletscher, es ist alles gigantisch. Und
Ich habe dann einen relativen Einbruch auch gleich einmal gehabt, nachdem wir schon an den Berg eben auf 4500 Meter dann gegangen sind. Ja, über massig Spalten mussten wir gehen. Ich bin gleich in eine mal reingehüpft, so quasi ungewollt. Ja, es war also für mich, ich meine, Christian, der ist da schon erfahren und aber ich bin froh, dass ich den Christian dabei hatte, weil er schon im Prinzip mein persönlicher Bergführer nicht nur technisch, sondern auch vor allem mental gewesen ist, weil ich wollte eigentlich schon wieder nach Hause. Also ich wollte eigentlich nach der ersten Woche am Berg, ich wollte nach Hause. Ich habe mir wirklich ernsthaft gefragt, was tue ich hier überhaupt? Man steht bei dieser Wand und man schaut halt von 4000 Meter auf über 7000 Meter auf. Und das ist halt komplett zerklätschert. Und es ist Gletscher gibt es bei uns in Österreich auch, oder wir sind im Mont Blanc-Überschreitung. Das war so die Vorbereitungstour, ich habe den Zeitpunkt halt gewusst, okay, wir können wirklich einmal irgendwo hinfahren. Bei der Mont Blanc-Überschreitung hat das Sabrina viel gelernt. Wir sind natürlich bei uns Gletscher dann gegangen, da drüben stehst du und hast halt andere Dimensionen. Das Problem war halt da, die Sabrina war so überwältigt von dem Ganzen, dass die Nerven echt weggeschmissen hat und gesagt, was macht sie da? Zudem, dass zu der Wand kommt ja nur die Höhe dazu. Es kommt ja das dazu, dass wir alles selber getragen haben. Das heißt, wir haben uns ja da zum Camp 2 zum Beispiel aufgehört, dass Sabrina 25 Kilo am Rücken gehabt. Das sind ja alles zu der geistigen oder zu der Angst, was da entwickelt hat, vor den Spalten, vor dem ganzen Berg und für sich kommt ja nur der körperliche Anstrengung dazu. Und das war. Ja. Aber wir haben es gebacken, also wir haben es, Gott sei Dank, dank Christian, absolut in den Griff bekommen, weil das klingt jetzt so, als wäre er vollkommen unvorbereitet und so. Wir sind körperlich und so nicht unvorbereitet gewesen, aber trotzdem, und das kann man immer schwer erklären. Bestimmte Sachen kann man wahrscheinlich nicht trainieren. Ich habe mich darauf nicht vorbereiten können, einfach diese Dimension. Wenn man zu zweit so wie mir, ich bin mit meinen Freunden, wie gesagt, ich habe schon ein paar schöne hohe Berge besteigen dürfen in Südamerika. Es ist halt so, wenn man das erste Mal sieht, dann ist das sehr überwältigend. Also ich kann mich noch erinnern, wie es ich erlebt habe, mein erstes Mal. Und die Sabrina, da ist jetzt ja nicht das Angst kaputt, sondern es war einfach alles sehr viel. Sehr viele neue Eindrücke, das kann auch Angst machen, wenn sehr viel, viel neu ist. Mhm. Das ist wie, du weißt das selber, wenn man bei einem 100 Kilometer Rennen steht, man steht auch am Start und denkt sich, eigentlich weiß man gar nicht, was auf einen zukommt. Gell? Natürlich, so geht er, ja, das geht easy, aber wir wissen alle, dass es nicht immer easy ist. Und man weiß aber nicht am Start. Und das ist halt beim Bergsteigen auch so. Und gerade bei so einer Expedition, was halt dazu kommt, dass halt, wenn wir angekommen sind, gleich mal Tote gegeben hat. Mhm. Wir sind nur zu zweit unterwegs gewesen. Eine Zweierseilschaft ist taktisch gesehen immer schlecht. Man weiß auch nicht, soll man sie einbinden, soll man sie nicht einbinden. Der Gewichtsunterschied, also ich bin 90 Kilo schwer gewesen damals, mit 35 Kilo Gepäck, das heißt, rasselt die in der Spalten, die Sabrina kommt unweigerlich hinterher, das halte also ich ja nicht. Kann ich nur hoffen, dass sie mich hält, sonst schlage ich auf und die Sabrina kommt nach. Das heißt, es sind ein paar andere Umstände auch immer da so gewesen. Ja, das war halt, glaube ich, sehr viel auf einmal. Viel Bergsteigen auf einmal. Sie hat es aber nachher schon gemeistert und eben, also in Kurzversion, wir sind dann eben, haben die Lagerkette quasi aufgebaut, waren dann irgendwann auf 5200 Meter im Camp 2, haben dann da geschlafen. Dann kam das nächste Problem, nachdem wir vorher schon mal eine Woche schlecht Wetter hatten, wo nicht viel passiert ist, dann waren wir endlich auf Camp 2 oben und haben alles aufgebaut und waren eigentlich guter Dinge. Bin ich dann auch noch krank geworden. Mit Durchfall, was in der Höhe absolut Katastrophe ist, weil man baut eh schon ab. Und Durchfall, ich meine, das weiß jeder, ist Katastrophe. Und wir sind dann noch oben geblieben, aber es wurde immer mehr klar, okay, der Pik Lenin rutscht einfach, das Zeitfenster wurde immer kleiner. Ich jetzt auch noch krank. Wir reden dann natürlich auch über 7000 Meter Höhe. Man baut ohnehin ab. Irgendwie, das passte nicht richtig zusammen. Ich wollte es noch nicht wahrhaben. Christian, glaube ich, hat sich es auch nur schon gedacht, aber noch nicht ausgesprochen, dass der Pik Lenin doch ein bisschen in die Ferne gerutscht ist. Und wir haben dann aber, oder wollten es zumindest probieren, es gibt eben neben dem Pik Lenin im Rahmen der Aufstiegsroute noch einen eigenständigen 6000er, den wir dann, das ist der Pik Rastelnaya, und den haben wir
dann eben versucht zu besteigen und es ist uns dann Gott sei Dank auch geglückt, nochmal nach einem Tag Pause im Hohen Camp und haben dann eben den Pik Rasselnaya 6148 Meter erfolgreich besteigen können. War jetzt natürlich auch technisch nicht wahnsinnig anspruchsvoll, war aber total egal, weil erstmal war es super überwältigend, da oben zu stehen alleine. Es war mein erster 6000er generell. Wir hatten das Glück, dass als wir oben ankamen, sich tatsächlich für, weiß ich nicht, 5 Minuten die Wolkendecke aufgemacht hat. Und man hat auf einmal wirklich in das Pamirgebirge reinschauen können. Das war das unbeschreiblichste Gefühl, weil da stehen nur 6 und 7000er. Wohin das Auge reicht, das kann man also auch nicht hier mit so einem Ausblick oder Fernblick vergleichen. Das war einfach gigantisch und eben nur dieses kurze Wolkenfenster. Und das zog dann auch wieder zu. Und es zog dann so zu, dass wir sogar unseren Abstiegsweg kaum noch gesehen haben. Das war noch ein bisschen Sucherei. Aber es haben wir auch geschafft. Also es ist dann alles gut ausgegangen. Hier, alles super. Genau, es ist alles gut ausgegangen. Pik Lenin war aber klar, werden wir nicht mehr schaffen, auch zeitlich nicht. Und haben uns dann leider... Einfach war diese ja, ich war es auch war leer. Unverantwortlich gewesen. Ja. Mit den, sie redet immer so von Durchfall, sie hat richtig schwer einen Durchfall gehabt. Ich sage immer, Zitrone, Ingwer, oben eine, grüner Tee, unten außer. ihr ist richtig scheiße gegangen. Jeder, der was ich schon gehabt hat, wir waren da 5500 Meter, war das Camp. Und das heißt, man trinkt ja da oben, eigentlich muss man sehr viel trinken, von Haus aus. Das ganze Essen, was wir da gehabt haben, habe ich alles der Sabrina gegeben. Also die hat gegessen und ist gleichzeitig aufs Klo gegangen. Hm. Ich habe nur geschaut, dass Kalorien reinkommen, weil es kann oben so sein, wenn man irgendein Krebsproblem hat, das hilft da halt da auch keiner. Gell? Only friends help friends, haben sie uns gesagt. Es war nachher wirklich so, dass der Pik Rasselnaya war nur Glück, weil das letzte Essen war Segediner Gulasch in dehydriert, kann ich mich noch erinnern. Wirklich so Segediner Gulasch, dehydrierte Nahrung, so astronautenmäßig. Hat super gut geschmeckt, war richtig gut, hat die Sabrina gekriegt und das war das erste Essen nach 1,5 Tagen, was bei ihr drinnen geblieben ist. Und wo es am ausgeschaut hat, sie schafft es und wir haben nachher eben mehr oder weniger der Pik Rasselnaya war wirklich ein Glück, dass wir überhaupt da aufgekommen sind. In Anbetracht des körperlichen Zustandes war auch das einzige Vertretbare, was überhaupt machbar gewesen war. Wenn das jetzt mit dem Essen nicht funktioniert hätte, mit diesem Segediner Gulasch, mit unserem letzten Paket, was wir gehabt hätten, dann hätten wir das auch nicht geschafft und war am nächsten Tag gleich hochgegangen mit ihr. Es ist doch nicht sehr schön. Und man muss dazu sagen, wir hatten die Abmachung, wir sind als Team hier, wir bleiben als Team. Weil wir hatten schon mal kurz die Überlegung, weil der Christian war eigentlich gut benannt, von der weiteren Aufstiegsroute, von diesem zweiten Camp, kann man solo gehen? Also ich war kurz davor, ich mit der Sabrina kurz darüber geredet gehabt, dass ich von 5000 Meter weggehe auf 7000 Meter. Und ich war wirklich kurz davor, wenn nicht am Abend um 6 Uhr abends weggehe einfach. Richtung Gipfel. Es hat nicht passt. Also Gipfel ist nicht alles. Hm. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, manchmal gewinnt man nicht. Ihr seid trotzdem noch jung, das kann irgendwann wiederkommen. Ne? Ihr seid jung, ich nehme so, aber gut. Ja, ja. Spaß beiseite, es war ganz klar, ich traue diesen Gipfel auch nicht nach. Der Pik Lenin steht länger, wir kommen wieder, nächstes Mal mit Ski. Irgendwann geht es schon wieder aus. Ich sehe das eher entspannt. Ich habe schon ein paar Mal umgedreht, auch auf Hohenbergen. Ich habe selber schon einen schweren Durchfall gehabt, habe in einer Woche 10 Kilo verloren. Es geht dahin. Ja, war eine tolle Reise, tolle Erfahrung, gigantische Region, gigantischer Berg. Ich habe mit einem australischen Major von der Spezialeinheit, mit einem Israeli, der was an der Harvard Universität in Boston Professor ist und ein Koscher gegessen. Ja, ja. Und das in Kirgisistan. will man mehr? Also ich glaube, das ist das, was man mal da muss. Ja. Es war eine super schöne Reise, auch wenn jetzt der Pik Lenin nicht geworden ist. Ist egal. 4 Wochen waren super. Wir haben richtig. Ein 6000er mehr. Mein erster. Ja, eben so. Es klingt jetzt so blöd, wenn ich das sage, wenn man sieht, welche Freude, dass die Sabrina mit ihren 6000er gehabt hat, weil es eigentlich total im Schatten von dem Pik Lenin steht. Wir sind allein da drüben gestanden, den geht kein Mensch nicht. Weil der steht so unscheinbar rechts draußen, unpopulär. Die Freude in Sabrinas Gesicht war schon wunderschön. Also, da geht es jetzt
gar nicht so. Wir beenden das jetzt. Sonst kriege ich noch feuchte Augen. Nein, Blödsinn. War aber ein schöner Moment. War schön. Es war jetzt halt dieser Brindel, was neben mir gestanden ist. Ich denke, jeder, der was das erste Mal auf so einem, in dieser Höhe etwas erreicht, was scheinbar nicht mehr zu erreichen ist, ist, glaube ich, ein bewegender Moment für jeden. Ja, ist sehr vergleichbar. Also da sind die Parallelen zu einem Trail-Ultra sehr, die Grenzen verschwimmen da sehr stark, weil das Gefühl ist oftmals das gleiche, glaube ich. Ja, war schön. War richtig schön. Und wir kommen dann wieder, der Big Lenin ist vorgewarnt, der hat uns jetzt kennengelernt. Und ja. Es war jetzt sehr emotional. Schade, dass die Kamera gerade ausgefallen ist, weil ich glaube, man hat so ein bisschen so, wie ihr darüber erzählt habt und wie ihr mit den Händen und wie ihr hin und her gerutscht. Also es war schön zu sehen, also dass ihr da wirklich mit dieser Emotion und immer noch dabei seid. Und ihr erzählt ja auch von dieser ganzen Geschichte bei Vorträgen. Also da habe ich jetzt, vor kurzem war das erst wieder, oder? Dass ihr quasi auch im Rahmen von so einem Abend darüber erzählt habt, wie nehmen dann das die Leute auf? Also können die das fassen? Also können die das irgendwie greifen, was ihr da gemacht habt? Oder ist das für die so völlig so, Darf ich da als erstes drauf antworten? Das Interessanteste an dieser ganzen Sache ist, und das möchte ich tatsächlich auch mal loswerden, ist, dass wir immer wieder hören, vor allem und meistens von anderen Frauen, ich nenne sie jetzt mal, ja, nein, es gibt keinen wirklichen Begriff dafür, aber ich höre immer wieder, das machst du doch bestimmt nur für den Christian. Und das ist etwas, was ich einfach ganz, echt von gut mir wegstoßen möchte. Erstens, ich tue das wirklich aus freiem Willen heraus. Das sind meistens meine Ideen. Und so viel Schweiß, so viel Training, so viel, das macht man nicht für irgendwen, damit der glücklich ist oder dass wir eine Partnerschaft führen können, sondern das mache ich für mich. Und wir machen es gemeinsam. Aber nicht, weil der Christian hinter mir steht und sagt, also wenn wir das jetzt nicht machen, dann wären wir nicht zusammen. Also wir sind da komplett auf Augenhöhe und ich mache das komplett eigeninitiiert. Ich will das. Und man merkt es immer wieder, dass der weibliche Part oftmals eher so fassungslos ist. Dieses Duschenthema ist immer wieder so ein Thema. Also Hygiene am Berg, oh Gott, als Frau mit langen Haaren und wie ist denn das? Und das ist aber schon eklig und wie, ihr habt da nicht duschen können. Ist sogar schon ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen eklig. Aber das wird eher immer so von der weiblichen Seite eben zu der Frage, ob ich es eben freiwillig mache. Und die Männer sind oft zwiegespalten. Auf der einen Seite, glaube ich, tun sie sich schwer, sich selber vorzustellen, vielleicht ihre eigene Frau, Freundin mitzunehmen. Auf der anderen Seite kommt dann schon aber oft auch Begeisterung dafür, weil es natürlich schon klasse, wenn man eine Frau hat, die das so mit einem mitmacht. Also ich glaube, das wird dann Christian oft auch entgegengebracht. Aber man hat da, also die wenigsten reagieren, ja, also es ist die richtigen Bergsteiger unter den Zuhörern, die reagieren immer cool, die fragen eher fachlich nach oder wie war es da oder erzählen ein bisschen was über die Route, solche Dinge. Aber da gibt es ganz viel bunte Mischung. Ja, aber was ich eben loswerden möchte, ich mache das freiwillig und ich mache, weil ich das gerne machen möchte. Und ja, natürlich auch die Frage darauf, für mich ist dieses Thema Kinder oder Kind. Schatzi. Kind und Kugel. Kind und Kugel, Kind und Kegel. Kind und Kegel. Was redest du? Ist eben nicht so vorrangig bei mir. Also nein, ich möchte momentan keine Kinder. Und ich lebe gut damit und ich bin trotzdem glücklich. Eben, ja, aber das ist ja auch die Frage. Okay. Ja, mit 30 wirst du gefragt, ob du Kinder haben möchtest oder warum du noch keine Kinder hast. Du hast mich. Das ist ein großer Vorteil. Ja, und dass wir das mit dem Bergsteigen ich eh bald sein lasse, weil... Die können das schon fassen. Ich rede jetzt für den österreichischen Part der Vorträge, weil die natürlich, natürlich auch Bergsteigen. Also es ist ja nicht etwas, das was jetzt wir machen, das was sonst keiner macht. Das wird ja sehr häufig gemacht. Wir unterscheiden uns vielleicht dahingehend noch, wie gesagt, dass ich wirklich nur mit meiner Freundin an losziehe. Gibt es auch inzwischen immer mehr, Gott sei Dank, Bärchen.
Wir kennen auch immer mehr, ich kenne auch immer mehr starke Frauen, die was stark klettern, wie die Erika. Mhm. Finde ich schön, macht die Welt der Berge um einiges bunter. Finde ich wirklich schön. Die fassen es schon, wir haben halt vielleicht eine sehr direkte und ehrliche Art, wie ich die Vorträge gestalte. Oder man muss so sagen, oder wir halten es sehr ehrlich. Bergsteigen ist nicht immer schön. Gerade diese Art des Bergsteigens ist nicht immer schön. Interessanterweise ist es natürlich auch oftmals sehr viel Schinderei. Man muss ein bisschen veranlagt dazu sein, dass man sich fertig macht. Ich finde es schön zu gehen und ich verzöge es auch so. Gell? Und es geht nicht immer alles gut, es ist nicht immer alles klasse. Und ja, und ich denke, viele werden sagen, ja, okay, die machen Vortrag, sind aber nie am Gipfel gewesen. Wir bekommen eigentlich großteils immer sehr gute Resonanz. Es ist natürlich auch bei mir ein Stück immer ein bisschen Humor mit dabei. Also ich schaue natürlich, dass die Geschichte immer ein bisschen lustig humorvoll ist. Und lustig ist. Mhm. Gell, man kann schon auch mit manchen blöden Situationen auch, ich meine, Humor ist wichtig. Ich denke, es wird generell viel zu wenig gelacht jetzt in dieser Zeit. Drum finde ich schön. Und wir haben bis jetzt, wir waren ja da beim Fredel Zitzenbacher, also vom Organisator vom Schwarzach-Trail. Die sind gut befreundet und der hat immer so Schwarzach-Herbstvortrag. Da haben wir jetzt den letzten Vortrag gemacht. Der war auch immer gut besucht und ist gut angekommen. Ja. Generell unsere Vorträge waren bis dato immer so, wir haben immer gespendet an Kinder, an Bolivianische, wir haben gespendet an Garys Organisation nach Australien, wo es krebskranken Kinder den letzten Wunsch erfüllt oder wenn sie geheilt werden, einen Wunsch erfüllt. Da waren es zum Beispiel mit diesem Geld am Mont Blanc mit einem jungen Buben mit 12 Jahren, der was vom Krebs geheilt worden ist und die fahren nachher mit diesem Kind und gingen am Berg zum Beispiel. Und der war sein größter Wunsch, Mont Blanc. Und da sind sie halt vor Australien aufgeflogen, sind mit unserem Geld, sind sie mit denen auf den Mont Blanc gegangen. War halt, oh, sehr schön. Wir haben gespendet für einen verstorbenen Bergsteiger, der was bei uns verunglückt ist, für den seine Familie. Ja, ich finde das halt richtig schön so. Gute Art, um Gutes zu tun, denke ich, wenn man ein bisschen über das Bergsteigen funktionieren kann. Ja. Und es kommt, glaube ich, ganz gut rum. Denke. Hoffe ich halt. Eigenlob stinkt, keine Ahnung, aber ich glaube. Muss ja, weil sonst würde ja nicht gefragt werden, ob ihr das genau wieder erzählt. Also. Ja. Wobei ich immer zu lang brauche und ich rede zu viel, wie man merkt. Ja. Oh, gut. Ja. Gerade alles über das Thema. Wenn die Geschichte gut ist, kann man lange erzählen. Also. Wunderbar, das finde ich echt cool. So, jetzt haben wir hier gerade, also wenn man das Video guckt, vielleicht hört man es auch, dieses Tippel, Tappel, Tippel, Tappel, Tippel, Tappel. Ihr habt seit einer Weile ein neues Familienmitglied. Ja. Den Luke Skywalker. Wer jetzt das Video anmacht, mal gucken, ob er auf dem... Okay, nee, er ist noch unter dem Tisch. Ja, er bleibt Was ist das für einer? Ja. Oder warum habt ihr euch jetzt einen Hund zugelegt? Also es ist ja... Also die alle. Da ja. Ist er. Da wäre er kurz. Hund auf dem Tisch. Jetzt schnüffelt er das Mikro an. Der Luke. Ja, den haben wir, weil ich eine Ader für Tierschutz habe. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Luke kommt aus Spanien. Aus einer sogenannten Tötungsstation. Das klingt immer... Ja, also ich denke, dass dieser Begriff auch etwas missbraucht wird, aber das Problem ist einfach, es gibt deutlich zu viele Hunde und zu wenig Besitzer oder Herrli, Frauli. Und dann werden die Hunde einfach irgendwann eingesammelt und kommen in so Auffanglager und wenn die da dann keine Interessenten finden, werden die halt irgendwann leider getötet. Ich finde es grundsätzlich nicht gut und wenn es nach mir geht, würde ich alles retten, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, man wird der Sache nicht her. Drum, ich kann den Beweggrund verstehen, es ist halt immer nur die Frage, ob man das und wie man das so macht, aber okay. Jedenfalls Tierschutz, ich habe ihn auch auf Facebook gesehen, Bilder von... Das zieht sich so ein bisschen durch, ja, bei euch. Ja, es zieht sich wirklich durch unser Leben. Und habe da Welpenfotos von ihm gesehen und von seinen beiden Schwestern und habe mich eben an die Organisation gewendet, die ihn vermittelt. Und jetzt bringt er gerade sein Spielzeug. ja, und dann ist er mit dem Transporter
zu uns gekommen, beziehungsweise wir zu ihm. Wir haben ihn in Freiburg dann abgeholt. Und ihr wart nicht bei mir. Ja, das haben wir irgendwie, aber das war auch so eine Nacht- und Nebel-Aktion. Es war morgens 5 Uhr. Wir waren um 5 Uhr in der Früh und wir in Freiburg auf einer Autobohrerstation. Genau. Und dann illegale Hunde übergraben. Ja. Da werden die besten Geschichten genau. geschrieben. Genau. Illegale Raststelle früh um 5 Uhr. Genau. genau. So. Illegale kurz an der Grenze zu Frankreich. Ja, genau. Und eben da Übergabe, da war da noch eine Vorarlberger Tierschutzorganisation, die hat seine beiden Schwestern eben aufgenommen und wir haben den Luke dann direkt in Empfang genommen. Das war jetzt September 2015, jetzt ist er etwas über ein Jahr bei uns und ja, unser kleiner Spanier mit der weißen Pfote. Deshalb, das sieht man auch bei uns im Logo. Ja. Und wie hat sich das Bergleben so verändert bei euch? Also kann man die gleichen Touren machen? Nimmt man den Hund immer mit? Was macht man, wenn man den Hund nicht mitnehmen kann? Also verändert haben sich eigentlich grundlegend zwei Dinge. Wir haben ab jetzt immer irgendwelche Haare an unseren Bergsportklamotten im Rucksack oder sonst wo. Und nach einer Bergtour ist immer einer schon sofort auf der Couch und ruht sich aus, während wir noch die Sachen verräumen müssen und wegräumen müssen. Drei Sachen und Kacksackerl habe ich immer mit. Ja, wir haben überall Kacksackerl, das stimmt. Das Kohlsäckli. Ja. Ja, es hat sich nicht verändert. Wir haben Luke immer mit eigentlich. Wer auf unserem Blog siehst du die Touren, er war schon auf ein paar 3000er. Wenn es zum Klettern wird, also bis im zweiten Grad, ist er schneller als bei mir. Die Kletterer unter euch wissen das, also zweiter Grad ist kein Problem für ihn. Wo es natürlich schon ist, er kommt, wenn es technisch schwieriger wird, den Rucksack. Okay, er sitzt dann hinten bei mir im Rucksack, also er ist ja Gott sei Dank körperlich gesehen, jetzt hat er nur 15 Kilo. Das heißt, er passt bei mir gut in meinen 30-Liter-Rucksack. Ja, er kennt das auch. Er kennt das auch, er war von klar auf immer mit und dann huckt er einfach in den Rucksack und schaut halt hinten raus. Und ja, wir haben ihn schon dabei, wir wählen natürlich unsere Touren so immer, oder wir haben natürlich immer Wasser mit zusätzlich. Ein Tragegeschirr. Wir haben natürlich Tragegeschirr mit, also wenn es jetzt zum Heben oder was wird, das ist das größte Problem. Wenn es jetzt wirklich schwieriger wird technisch, dann müssen wir heben oder das. Aber wie gesagt, sonst haben wir eigentlich keine Einschränkungen. Im Sommer sowieso nicht. Im Sommer eigentlich gar nicht, im Winter schon, weil er ist aufgrund seiner Herkunft kein Schneehund. Spanier, gell, halt. Ja. Er meidet den Schnee und ich will ihn gar nicht immer in so einem lieben, violetten, prima Luft-Mäntelchen herumlaufen lassen. Er wird metrosexuell erzogen, also drum violettes, prima Luft-Jäckelchen. Nein, im Winter geht es natürlich nicht so bei den langen Touren, da ist aber, wir haben sehr gute Freunde. Ja. Wir müssen, also was sich schon ändert, man ist nicht mehr ganz, so also flexibel. Wir sind flexibel, aber müssen trotzdem natürlich immer kurz schauen, wo kann der, oder wie lange sind wir voraussichtlich weg, bleibt er entweder einfach zu Hause oder gehen wir ihn halt zu Freunden, die müssen natürlich gerade Zeit haben. Das Zuhausebleiben beschränkt sich auf, also 4-5 Stunden. 4-5 Stunden und das dreimal im Jahr. Er ist eigentlich fast 24 Stunden bei uns, er ist bei uns in der Arbeit mit. Mhm. Ich darf ihn mitnehmen, er ist bei uns beim Laufen. Also ich bin mit ihm das Längste, was er mit mir gelaufen ist, sind glaube ich 34 Kilometer. Okay. 1:0 für Luke, sage ich da nur. es ist so, er hat dann ein Windhund-Gene mit dabei. Das merkt man natürlich, er ist derartig ausdauernd. Also er ist dann schon müde nach 34 Kilometer. Trailrun, aber und man muss sagen, es ist dann schon auch die Ausnahme. Also man muss auch immer ein bisschen schauen, ein bisschen, also er muss nicht zwangsweise immer überall mit und hoch und also und gerade im Winter bleibt er eigentlich daheim, weil oder bei meiner, also ja. Wir haben genug Freunde oder Familienmitglieder, wo du bleiben kommen. Der Luke ist sehr verträglich, wie du siehst. Er knurrt natürlich immer, aber das ist eher so das krummelige Ohr, Deutscher. Nein. Nein. keine Ahnung, aber wie gesagt, es macht sich, ja, es hat eigentlich keine Auswirkung. Na, egal, dazu schon. Es gibt natürlich auch im Sommerberg dann, wo es einfach keinen Sinn macht, mit Hund zu gehen, weil der Hund einfach noch an dem Rucksack sitzt. Ja. Wir sind letztes Mal eben die Scharek-Überschreitungen, was wir gemacht haben, das ist eine Gratkletterei, längere, da macht es keinen Sinn, den Hund mitzunehmen, weil der huckt da 3 Stunden im Rucksack. Das wird auch für ihn unbequem. Das wird auch für ihn unbequem und es gibt auch Berge, wo ein Hund jetzt nicht hingehört, muss ich auch dazu sagen. Wenn es geht, nehmen wir natürlich immer mit, weil er eine Bereicherung ist. Gerade deswegen, weil es am Gipfel normalerweise mit unserem Hund keine grantigen Gesichter mehr gibt, sondern der Luke sitzt sich schnell, hat schnell Freunde, wenn es geausnet wird. Also, es ist einfach schön mit Hund bergsteigen. Es ist
ja. Aber ihr habt ihn jetzt nicht speziell ausgesucht, weil er mit euch auf den Berg gehen kann. Also ihr hättet euch jetzt nie für einen Chihuahua entschieden oder sowas. Oder? Keine Ahnung. Es war ja eh ein bisschen Glücksspiel. Also man konnte uns ja auch nicht sagen, was seine Eltern sind. Also die haben von der Pfotengröße ungefähr sagen können, er wird wahrscheinlich mittelgroß. Aber weder über Rasse, Alter, also im Endeffekt wissen wir nicht mal sein 100%. Man sagt ja unter Hundebesitzern, der Hund sucht einen aus und nicht ja. Wir haben nur Besitzer dieses, den Hund. Dieses eine Foto eigentlich gesehen und haben uns einfach in diese weiße Pfote verliebt. Und du. Ja, und nicht wir, du. Wir haben einfach gehofft, dass es passt. Und im Endeffekt müssen wir jetzt sagen, perfekter hätte er nicht werden können. Also er ist für uns, für unsere Bedürfnisse perfekt. Also Glücksfall, wirklich. Aber wir haben es vorher, wir hatten nur dieses eine Foto und die Angabe, er wird circa mittelgroß. Mehr nicht. Und man muss jetzt sagen, auch wenn wir alleine unterwegs sind, mit Hund ist man nie alleine. Das ist halt der. Das ist eigentlich das Schöne. Ist ja nicht so, dass wir immer gemeinsam unterwegs sind, weil beide müssen arbeiten. Einmal hat derzeit eine gefreut einfach, wenn nicht. Und dann gehst du halt allein laufen zum Beispiel. Mit Luke ist es, du bist nicht allein. Also klingt jetzt so blöd, aber man entwickelt da so ein eigenständiges Rudelverhalten. So irgendwie. Also ich laufe halt noch nicht nackert bei Vollmond, aber nein, aber es ist halt schön. Es bereichert statt behindert. Muss man ganz ehrlich sagen. Also diese Bereicherung für allen, vor allen Dingen, das habe ich jetzt letztens gesagt bei uns. Aber man muss trotzdem immer wieder auch betonen und trotzdem ist es Verantwortung und Kümmern. Das kann man schon auch ehrlich sagen. Also man sollte sich das sage ich auch immer wieder, wirklich gut überlegen, weil im besten Fall lebt er 15, 16 Jahre und es ist wie ein Kind. Nur man darf schlagen, ohne dass es Jugendamt kommt. Nein, da kommt der Tierschutz. Ja. Stimmt, nein, wir schlagen natürlich unseren Hund nicht, oh mein Gott. Will. Ah, der ist eh der Chef da. Aber es sei immer gut überlegt, es ist natürlich auch Arbeit. Aber es ist natürlich auch super klasse. Positiv, ja. Positiv, weil diese Leichtigkeit, wie der sagt, wenn ich jetzt zum Luke zum Beispiel, jetzt zum Beispiel sagen, gehen wir laufen und ich sage draußen, glaube ich, minus 6 Grad, wenn ich mich jetzt mal so freuen würde vom Laufen, also mit dieser Leichtigkeit, wie der das einfach so hinnimmt, wie es passiert, ist halt schön. Sehr schön. So, weil dem Kollegen jetzt auch mal so ein bisschen langweilig wird, machen wir mal so hinten dran. Ich stelle auch mal so ein paar Fragen, die alle gefragt bekommen. Das ist jetzt erstmal eine Dreierkonstellation, von daher. Kurz und knackig wahrscheinlich. Ja, relativ kurz und knackig. Und vor allen Dingen einigt euch einfach, wer zuerst antwortet und wer danach. Okay. Wunderbar. Und dann im Wechsel? Dann im Wechsel. Einfach bloß dann nicht zusammen. Nicht so kompliziert. Jeder darf seine eigene Meinung kundtun. Sabrina, du bist schon wieder so deutschgründlich, nicht so kompliziert. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Berge, aber ich favorisiere auch das Meer. Ich gebe es zu. Hier und da eine Auszeit am Meer brauche ich schon. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also es sind die Berge, aber zum Meer sage ich auch nicht nein. Christian? Ganz klar Berge, weil im Meer schwimmen nur Sachen, was die umbringen wollen. Okay. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Ich hätte definitiv ein Problem, glaube ich, inzwischen. Also so eine Woche komme ich gut aus, einsam auf einer Hütte. Aber ich glaube, ich bräuchte zumindest das WLAN. Ich sag's ganz ehrlich. ein wunderschöner Gedanke. Wird mir gefallen. Also wäre ich sofort dabei. Und was machst du dann 3 Monate lang? Und wenn es nichts ist? Ich ernähre mich von Bären und Kräutern. Nein. Es rennst nackig im Vollmond rum? Mit Luke? Nein, keine Ahnung, muss man was tun? Weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir schön vorstellen, auch nichts zu tun, 3 Monate lang auf dieser Berghütte und jeden Tag auf einen zukommen lassen. Schöner Gedanke. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Hat den praktischen Grund, dass ich morgens, auch wenn man es jetzt schwer glauben mag, nicht aus dem Bett komme. Ich habe mich leider noch nie
wenn es nicht sein muss, früh aus dem Bett quälen können für einen Sonnenaufgang. Nein. Meistens Sonnenaufgang. Oder nein, ich denke Sonnenaufgang, weil es, wenn man es jetzt mit Bergsteigen verbindet, wie soll ich das jetzt sagen? Kurz und knackig. Ja, das geht jetzt nicht kurz und knackig. Ich bin ja schon wieder Pulitzerpreis-Kurs. Nein. Sonnenaufgang, keine Ahnung. Sonnenuntergang ist auch schön, aber Sonnenaufgang ist schöner, weil der Tag beginnt. Genau, irgendwie so. Ich hatte jetzt nichts, ich bin auch lang geschläfen und am Morgen Muffel. Aber wobei, stimmt, aus bergsteigerischer Sicht muss ich noch einwerfen, der Sonnenaufgang, nicht von der Optik, aber es sind die ersten wärmenden Sonnenstrahlen, die schön. Manchmal auch richtig gut tun können. Irgendwie. Stimmt. Dein Gadget, ohne welches du nie in die Berge gehst. Also Ausrüstungsgegenstand, also bei mir ist es zum Beispiel die Kamera. Toilettenpapier? Okay. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Sunto. Also die Uhr. Die Uhr. Da stelle ich mir hin. Deine Top 3 Blogs oder Ressourcen für mehr Berge. Also was inspiriert dich, was liest du oder schaust du dir an? Also es können Bücher sein, Blogs, Webseiten. Fange ich mal an. Also, du hast eh schon meinen ganz persönlichen Favoriten auch schon im Podcast gehabt. Das ist natürlich die uligunde.com, die Erika. Also da immer vorbeischauen. Gibt es tolle Stories, tolle Bilder. Ja, und die Jungs von Bergauf und bergab.at. Genau. Ganz einfach deswegen, die zwei Jungs, jetzt für den österreichischen Blog, die machen eigentlich ihr Ding ganz schön. Tolle Touren. Tolle Touren. Da geht es vielleicht gar nicht auf die Touren speziell, aber die ziehen ein Ding durch. Sind nicht immer Mainstream mit ihren Touren, haben sehr viele neue Ideen bei ihren Touren. Sehr spannend, machen immer klasse Projekte. Projekte klingt jetzt so hochgestochen. Die machen klasse Bergtouren. Immer tolle Bilder. Und haben echt gute Ideen. Mhm. Und die Herangehensweise, wie es Bergsteigen, ist unserer Herangehensweise sehr nah von der Art und Weise. Also, wie sie es tun, finde ich schön. Ist auch sehr lesenswert. Und die Bilder sind super. Also, wie gesagt, bergauf und bergab.at. Dann möchte ich ganz klar sagen, einer unserer besten Freunde auch, es sind die hochtourist.at und kommen aus dem Wiener Raum. Ihr müsstet ihr mal wieder auffordern, wieder mehr zu schreiben, wir wollen wieder mehr genau. Lesen. Dann werde ich ihn fett machen. Ja. Genau, also der Kasi und der Gerald. Also sehr professionell, journalistisch sehr gut, also redaktionell. Und die Jungs sind da sehr nett und gehört auch, also finde ich halt, sehr lesenswert, sie machen in letzter Zeit leider Gottes ein bisschen wenig, aber ich hoffe, wir können da so ein bisschen den Druck erhöhen. ja, es gibt nur sehr viele, darf ich nur mehr sagen als wir drei, weil mir fallen ganz viele, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich auch Abenteuersüchtig, Florian, ich denke natürlich, genau, Robert, genau. Ja, genau. Kennen wir auch schon sehr lange, ist vielleicht jetzt ein wir haben schon sehr viele lustige Stunden mit Ihnen in österreichischen Bergen verbracht, bei Skitouren. Florian ist Episode 1 gewesen. Ja, genau. eben. Episode 1. Und wir sind zusammen nächstes Jahr auf Madeira eine Woche lang. Genau, also... Wie also, lustig. Ja, Erika haben wir schon gesagt, natürlich. Und außerdem müssen wir das jetzt vorab empfehlen, abenteuersüchtig.de auf jeden Fall, weil der Florian war gerade in Nepal. Hat auch seinen ersten 6000er bestiegen und da kommen jetzt in der nächsten Zeit ganz viele tolle Artikel. Also da wird's die Bilder waren schon mal vielversprechend. Ja, genau, deshalb den unbedingt, ja. Und haben wir sonst noch? Ja, wenn euch sonst noch was einfällt, wenn ihr wirklich so drauf muss, dann einfach schicken, dann kommt er noch mit dazu. Es gibt so viele Blogs, am besten man schaut bei uns, wir sind gut verlinkt. Auf unserem Blog, da sind eigentlich unsere Favoriten drauf. Es gibt dann werde ich dort einfach hin verlinken und dann. Ja, es gibt sehr viele gute Blogs. Ja, das es gibt da, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt noch nur in Salzburg, wir müssen schon die Locals ein bisschen vorheben. Ja, aber die haben ja den Blog ein bisschen
Wenn du jetzt, meinst du... Berghasen. Achso, okay. Nein. Berghasen, ja, sind so Mädels aus Salzburg. Ja. Schreiben auch immer schöne Geschichten. Da geht's auch für, ist leider nicht mehr aktiv, ist auch aus Salzburg. Aber die Berichte gibt's noch zu lesen. Die Berichte gibt's nur zu lesen, mhm, und vor allen Dingen die Fotos, was sie macht, die Dani, macht richtig schöne Bilder, also fotografisch gesehen ein gutes Stückerl. Haben wir die Erika schon erwähnt? Ja. Okay, Erika haben wir schon erwähnt. Uli Gunde. Ja, ich gebe so viel. Okay, bevor wir das jetzt mit Uli Gunde vollspammen. Habe ich Steve schon gesagt? Nein. Steve hat euch empfohlen, dass es dann so... Ah, das gibt noch. Teufelskreis. Ah, okay, das gibt ja nicht. Verböhnt. Stellt euch vor, ihr würdet in Düsseldorf sein oder in Hamburg für eine längere Zeit, und was empfiehlst du oder was machst du gegen Bergweh? ja, also in die Berge fahren, und zwar schnellstmöglichst. Jetzt haben wir es natürlich einfach, wir fahren einfach wieder nach Hause. Tolle Dokumentation schauen. Es gibt... Ja, ich weiß nicht, wie weit beispielsweise Servus TV mit dem Format Bergwelten, da kommen mittwochs abends 21.15 Uhr immer ganz tolle Dokumentationen. Letztens war der Ortler, so ein bisschen sich die Berge ins Wohnzimmer holen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mal eben hinzufahren, ja, oder dort zu wohnen. Ja, oder einfach rausgehen und irgendwas zu tun, aber... Ja, wenn man in Düsseldorf lebt. Ja, Düsseldorf hat auch schon seine schönen Ecken. Sind halt die Wupperberge. Es muss ja nicht immer. Es kann sein. Überall Berge. Ja, es gibt noch ein Ding, und das, man kann sich natürlich sehr viel schauen und lesen darüber, aber es gibt halt gegen Berg, Fernweh, gibt es noch eine Möglichkeit. In die Berge. In die Berge. Und man sollte sich jetzt nicht birren lassen, dass die Berge müssen nicht immer 3000 Meter hoch sein. Es gibt auch schöne 1000 Meter hohe Berge. Deutschland, wenn ich Richtung Allgäu schaue, Richtung Münchner Gegend. Ich wollte schon immer in die sächsische Schweiz. Habe ich letztens schon gesagt. Möchte unbedingt Kannst hin. Kannst du mich buchen. Da bin ich aufgewachsen. Also ich denke, man muss nicht immer so weit fahren, um Berge zu haben. Auch wenn sie nicht so hoch sind. Ich denke, der Spirit bleibt immer der gleiche. Der Spirit klingt komisch. Ja, weiß ich nicht. Ja. Wen würdet ihr gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Ihr wart ja auch jetzt schon mehrmals eine Empfehlung. Wen empfehlt ihr? Ja, langsam wird es schwer. Also, weil du hast eigentlich schon alle, die wir jetzt so empfohlen hätten, auch schon gehabt. Aus bergsteigerischer Sicht und aus Frauensicht, wenn du es schaffen würdest, mal die Gerlinde Kaltenbrunner in den Podcast zu holen. Ich glaube, die kann ganz viel über Berge erzählen und ihre Erlebnisse. Und die ist zumindest in ihren Vorträgen wahnsinnig authentisch und einfach sie selbst. Das wäre genial, aber ich weiß nicht, inwieweit sich eine Gerlinde Kaltenbrunner zu sowas breit erklärt. Aber wenn du das schaffst, dann, also den Podcast höre ich mir sicherlich mehrmals an. Okay. Und du? Hast du noch jemand anderes? Es gibt zwei Leute. Einmal der Trailrunner, wäre Timothy Olsen, weil wir haben ihn bei der Transvulkanier kennengelernt. Langsam muss ich wirklich Englisch lernen. Timothy Olsen ist richtig gut. War super sympathisch. Dann, wenn ich gern hören, wäre sicher auch cool, wäre der Steve Haus aus Bergsteigersicht. Steve Haus ist... Lebt aber in Tirol? Osttirol. Osttirol, ja, genau. Steve Haus, wie gesagt, die Bergsteiger und den Zuhörern kennenden, Pioletti-Ohrgewinner, finde ich es richtig guten Bergsteiger. Wunderbar. Da sind zumindest mal andere. Finde ich super. Ja, bevor wir das beenden, einfach noch die Frage, wenn jemand euch folgen möchte, euch lesen möchte, wie kann er euch erreichen, wo findet er euch? Aufzählung auf Facebook, Wusa on the Mountain, unsere Webseite,
wusonthemountain.at, auf Instagram. Unter wusonthemountain. Genau. Auf Twitter unter wusonthemountain. Ja. Auf Tumblr unter wusonthemountain. Meistens auch auf Tumblr. Okay. Auf Google Plus unter wusonthemountain. Wie gibt es das noch? Habe ich irgendwas übersehen? Nein, das war's. Ja, werde ich natürlich, auf jeden Fall verlinken. Natürlich per E-Mail jederzeit. Ja, also wir versuchen immer schnellstmöglichst auf alles zu antworten. Wunderbar. Dann vielen Dank für das, ich finde schon sehr emotionale Interview. Es war sehr lustig und vor allen Dingen auch irgendwie, also ja, wieder mal Fernweh. Vielen, vielen Dank und ja. Vielleicht irgendwann mal wieder bei irgendwo, also jetzt waren es anderthalb Jahre, die wir uns nicht gesehen haben ungefähr. So lange muss es ja jetzt nicht das nächste Mal wiederkommen. Nein, auf gar keinen Fall. Vielen Dank und ciao, ciao. Ciao. Ciao, bis danke. Bald. Halt, 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 halt. Wenn du jetzt noch dran geblieben bist, dann bekommst du ein Pärchenschmankerl. Eine kleine Geschichte mit Raoul. Viel Spaß! Für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, gibt es noch einen Extrapunkt. Und zwar bei meinem letzten Interview mit dem Steve auch, hat er mir einen Begriff, einen Namen reingeworfen. Und hat gesagt, ich sollte diesen dem Christian sagen und er könnte mir eine Geschichte erzählen. Das Ganze ist auf La Palma passiert und der Name heißt Raoul. Raoul! Jetzt möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Okay, da bin ich definitiv jetzt raus. Okay, also Raoul. Raoul steht, ist ehrlich der Name... Abgesehen davon schaut Tobias, der Trail-Tourist, Raoul sehr ähnlich. Nur so hätte er gesagt, also falls er das hört. Darum ist er, der also, ist im Übrigen auch noch eine Empfehlung. Der genau, Tobi von Tobi, Trail-Tourist. Jedenfalls Raoul, die Geschichte. Sabrina, La Palma, Transvulcania. Wir waren eine Woche früher dort. Sabrina hat einen Wunsch gehabt, Whale-Watching zu machen. ist witzig, ja. Ich habe natürlich gesagt, okay, wir machen Whale-Watching, war ihr Wunsch, wir machen Whale-Watching. Ich habe nicht bedacht, dass ich seekrank werde. Aber das ist ja nicht die ganze Geschichte. Und während des Delfin- und Whale-Watching auf diesem Boot bin ich da im ganz hinten in der Ecke von diesem Boot gesessen und bin so über die Reling gelandet, ein bisschen weiß im Gesicht. Raoul, also Pseudonym Raoul, war so ein spanisch gut aussehender Mann. War so ein Ort der Skipper da auf diesem Boot und hat komischerweise nur den Damen geholfen, dass sie Delfine und Wale sehen. Hat dabei aber immer so eine komische, ihr kennt die Captain Morgan-Stellung, eingenommen und der Penis war auf Höhe vor den Gesichtern der Frauen. Jetzt mal, und war ungefähr so 3 cm weit weg in seiner knappen, engen, schönen Baywatch-Short. Das Problem an dieser Sache war, soweit es gut ist, dass er Sabrina erklärt hat, wo da die Wale sind und so. Sabrina aber den Penis vom Raoul, sage ich jetzt so, also, vor ihrem Gesicht gehabt hat und sie immer so, wow, und hat mir immer gesagt, schau, Christian, ein Delfin. Und ich wollte eigentlich nur Raoul sein Leben verkürzen. Konnte es aber leider nicht, weil ich kurz vorm Kotzen da irgendwo in der Ecke gekauert bin. 4 Stunden lang. Wie so eine kleine Qualle und... Der Raoul hat die ganze Zeit der Sabrina erklärt, wo da die Penisse sind. Nein, ich habe durchgedreht. Sabrina hat dann zu mir gesagt, nein, der war voll nett und der hat mir immer alles gezeigt und der war überhaupt nicht. Dann kann ich mir schon vorstellen können, dass der nett war. Ja, seither ist Raoul mehr oder weniger der Running Gag. Mein Kryptonit. Eben, und der Tobi schaut, wenn er braun ist, von aus der Sonne. Aus wie Raoul. Aus wie Raoul. Seitdem ist Tobi Raoul. Ich weiß jetzt nicht, ob er das. Aber er nimmt uns nicht böse. Nein, er nimmt uns nicht böse. Und er ist auch mehr oder weniger, wenn er irgendwas zeigt, er nimmt er nicht diese Pose ein wie der Raoul. Hoffentlich, Tobi, auch in Zukunft nicht. Nein, das ist die Geschichte zum Raoul. Ja, ich hätte.
Am liebsten hätte ich ihn über Bord geschmissen. Leider Gottes war er nicht in der Lage, dass... Seebestattung. Hätte er bekommen. Ohne... Also recht schnell. Und ich hätte es... Ich war so stinkesauer auf Raoul. Aber gut, Frauen sehen ja sowas nicht. Gell, wir Männer kennen das. Frauen sagen immer, der ist super nett. Und der wollte ja gar nichts von mir. Also ich habe noch nie so einen Delfin gezogen. Der wollte seinen eigenen Delfin herzogen. Aber gut, ich schweife schon wieder vom Thema und man merkt, ich bin da emotional noch etwas aufgerüttet. Gell? Ja, das ist die Geschichte zu Raoul und Whale-Watching. Sehr gut, dann haben wir das auch noch. Und jetzt ist wirklich Schluss. Ciao.